Hallo und herzlich willkommen zu Fishing Planet bei Densen. Ja, und zwar bin ich wieder in Kalifornien und ich mache mal wieder ein Video über die einzigartige Stadt und Forelle. Weil es kam beim ersten Video, sage ich mal, ein Kommentar, wo man gesagt hat, es gibt hier an der Stelle keine Forellen. Ja, der Sache musste ich natürlich auf den Grund gehen und bin hier nochmal hingereist wegen der Stahlkopfforelle. Wie man sieht, erfolgreich wieder. Ja, schöner Fisch, diesmal nicht so groß wie der erste, aber es ist immer noch der einzigartige. Und ja, so schaut er aus. Ich erkläre es nochmal, wie der Spot hier funktioniert, von wann bis wann. Und ja, der Spot ist, wir gehen auf die Laufstege, dann laufen wir ganz nach rechts auf den rechten Laufsteg, so weit rechts wie möglich. Dann gucken wir direkt in die Sonne einfach nur und im Endeffekt ist da so eine kleine Insel, auf die schmeißen wir, also in die Richtung schmeißen wir. Und wir brauchen hier ja so gar nicht so weit reinwerfen. Wir müssen hier nur über 30 Meter kommen, 37 Meter optimal. Dann auf entweder zieht man einfach nur ein und lässt ihn wieder auftreiben, oder was ich gerne mache, man zupft einfach nur dran. Es ist derselbe Effekt, weil der Köder immer wieder auftreibt und ja, somit dieser Stop einfach nur vorhanden ist und ja, es ist einfach nur dasselbe. Okay, und ja, derselbe Köder. Wir schauen uns die Ausrüstung einmal an, die ich hier benutzt habe. Die wäre wie folgt: Zeus 270, die Thunderspin Rolle 5500, Fluor 06er, Crank. Also ich vermute, es liegt einfach nur am Köder. Vermute ich. Crank 7,30 Meter und zwar der rauchige ist das. Kann es gerne hier nochmal zeigen. Genau der ist das hier. Der Crank sollte es sein. Und ja, das wäre dazu zu sagen. Und ich fange diese Forelle, also die einzigartige Forelle, schon zum zweiten, ja, jetzt wahrscheinlich mehrmals, nicht nur wahrscheinlich, also zum fünften Mal oder so, von 7 bis 8 wirklich an dieser Stelle. Und ja, ich werde gleich noch einen anderen Spot ausprobieren von 8 bis 9. Mal schauen, wie erfolgreich ich dann da bin. Wenn ich erfolgreich sein sollte, schneide ich das hier auch noch mal rein. Und ansonsten sag ich ja, viel Spaß beim Drill. Ciao, ciao. Ja, und ich habe leider die zweite einzigartige Forelle nicht gefangen. Aber ich wollte einfach nur jetzt ein Schlusswort sagen. Und zwar,
Ja, im ersten Spot habe ich von 5 bis 8 gefischt. Da gab es knapp 98 Kilo Fisch. Und jetzt am zweiten Spot gab es nochmal 55. Also insgesamt war ich jetzt 4 Stunden in-game am Fischen. 154 Kilo, 17.000 Credits. Ich meine, das kann sich sehen lassen. Und wenn man sich hier anguckt auf den Rauchigen, da war ich am ersten Spot, da wo ich den Einzigartigen gefangen habe. Ja, da gab es eine recht gute Ausbeute an Stahlkopftrophäen, wie ich schon erwähnt habe, aber auch eine sehr gute Mischung zwischendurch: Königslachs, Streifenbarsch. Also auf jeden Fall kann sich die Ausbeute hier sehen lassen und ich finde den Spot gar nicht so verkehrt. Dann habe ich von 8 bis 9 nochmal, also bei bewölktem Wetter wohlgemerkt, habe ich dann nochmal auf einen anderen Spot gefischt und die Ausbeute war auch nicht verkehrt. Leider kein einzigartiger dabei, aber ich vermute, es ist nur eine Trophäe geworden, leider zu klein, aber okay, man hat hier keine Mischung zwischendurch, wenn man den Langust nimmt, und zwar den 5 Meter 4-0. Man hat nur ein paar zwischendurch hier, ein paar Schwarzbarsche, mehr nicht. Aber es funktioniert auch. Ich kann euch gerne den Spot einmal zeigen. Ihr geht einmal hier hin zum Damm, dann stellt ihr euch ungefähr hier so hin und dann seht ihr den Busch hinten und zu dem Busch müsst ihr werfen und wieder dieselbe Einholtechnik wie vorhin beim ersten Spot. Es ist nicht schlimm, dass man auf dem Boden aufkommt. Das Wichtige ist einfach nur, dass der Köder in Bewegung bleibt und diese Auftreibbewegung macht. Ihr seht, er treibt auf und ja, genauso habe ich den, also Erfolg gehabt, sag ich mal. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch jetzt wirklich weiterhelfen und ja, den hole ich natürlich noch ein. Leider kein Biss, aber die Bissrate ist ja auch schon runtergegangen jetzt. Okay, wie ich schon gesagt habe. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.